Jetzt schon wieder in der nächsten Ebene. Wie sie ja alle aufgeploppt kommen, ne, die Wichser. Ja. Oh, was haben wir hier noch? Auch jemand wieder in der Wichser. Einfach mal durchgerannt, ne? Ja, ja. Sind wir schon wieder hier im Turm, ey. Schon gut. Allerdings. Denken wir wirklich die halbe Stunde noch spielen, schaffen wir den Akt auch noch. Meinst du? Ja. Denke ich. Könnte hinkommen eigentlich. Bei dem Tempo, was wir im Moment vorlegen, könnte das echt sein. Ich denke schon. Wäre eigentlich ganz gut. Denke ich auch. Du denn alles denkst? Gut, ne? Ja. Was mich bei Nintendo ein bisschen stört, ist, dass die gar nicht so viele Dings rausbringen im Moment. So Virtual Console Titel. Ja, das haben sie aber ja schon nie gemacht, irgendwie so wirklich, dass sie das da mal drauf konzentriert hätten. Ja, okay, sagen wir mal so, nie gute. Oder sehr wenig gute. Komm, Goblin, nein. Warum gehst du da nicht mal hin? Ich weiß nicht, was du da bist. Wieder rumpennst. Da wäre schon tot gewesen. Sie steht nur das dicke Portal da 100 Jahre lang. Ja, das war wahrscheinlich hier auf der rechten Seite, wo ich es nicht. Nee, da unten, wo du jetzt stehst, genau da war's. Genau da, wo du nicht hingegangen bist. Pass jetzt lieber mal auf, dass du mir irgendwie mal was wegnimmst. Du bist schon wieder rumheulen. Ja, ich bin eben zweimal schon draufgegangen, beinahe. Beinahe? Ja, weil ich aufgepasst habe, nicht weil du nicht deinen Job nicht machst. Du hier rumheulst, ey. Was wird er die? Diesmal aber kein Sockel. Leben pro Treffer. Wollte ich aber nicht. Die ist eigentlich gut. Invasion. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Warte mal, wo ist denn hin? Hier. Ist aber in drauf, ey. Winter, Feuerwiderstand, Leben pro Sekunde, Schaden pro Treffer. Ne, ist eigentlich nicht so gut. Nicht so gut. Sind sie hin? Da unten. Wir sind schon weiter. Das ging leider nicht. Da unten nie abzuballern, aber egal. Wundert mich doch überhaupt nicht. Früher ging das. Am Computer. Ohne weiteres. Es gab ja dann viele, die dann hier sich hingestellt haben, immer nur die zwei Gruppen gemacht haben, um Legendary zu finden. Okay. Ohne dass was passiert ist. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man hier aber auch nur ganz schwer hingekommen ist. Wo du ständig da gestorben bist. Okay. Vor allem konntest du da komplett Magic Fountain noch anziehen, weil wir ja ähnlich eh nicht treffen konnten, kurz bevor sie verreckt sind. Hast du halt eine riesen Chancen gehabt durch gute Sachen. Ja, okay, es hieß ja nicht, dass du dann gute Sachen bekommst, sondern dass du überhaupt was findest. Ja, dass du halt überhaupt was findest. Und das war aber damals halt alles gut, weil du so vorher so gut wie gar nichts gefunden hast. Ja. Da haben wir ja noch die Kisten gefarmt für die Gekloppten. Das waren gute Zeiten, finde ich. Ich glaube, die Kisten hätte ich gesagt gern gefarmt. Ja, auch. Ich fand das auch gut. Hast du im TS miteinander gehockt und dann, ah, ich hab eine Kiste, ich war zuerst, bla bla bla, ja. Und dann der Reihe nach durch. Ja. Du hast vor allem auch schöne Gruppenförderungen gehabt, das gab's ja dann, nachdem sie die Kisten einfach halt ohne Ersatz weggelöscht haben. Ja, das fand ich ein bisschen frech irgendwie. Ich finde es auch bis heute noch, dass es zu hart genervt worden immer noch. Ja. Vor allem jetzt, egal was du farmst, das juckt keinen Schwanz mehr. Ja? Ja. Nur weil es ja am Anfang war, weißt du? Da ging es dann noch darum, dass sie da, oh, es ist so hart, bla bla bla, ja. So schwer. Dann haben sie alles wieder runtergenervt, wie bekloppt. Ja. So immer. Ist doch eher Standardattacke von denen. Ja. Machen es ganz schwer, versuchen so lange zu halten wie möglich, wenn es einer durchgebremst hat, dann ach, ist doch unscheißegal. So nach dem Motto läuft das. Tja. Leider irgendwo. Ich hoffe, dass sie wieder einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad reinnehmen mit dem Addon jetzt. Dass es anfangs wieder ordentlich schwer wird. Weiß ich
Waffe ist eigentlich. Was halt auch lächerlich ist, dass Magiefund, dadurch, dass jetzt nicht mehr für Kisten nützlich war, auch komplett weg war. Braucht es ja nicht mehr. Ja. Das haben sie ja auch alles in Paragon mit reingefummelt und so. Ja, brauchst du einfach nicht mehr. Den ganzen Stat einfach in den Arsch geschoben. Ja. Aber die können halt machen, was sie wollen, ne? Nein. Ja. Die sind hier die Chefs. Natürlich können sie machen, was sie wollen. Aber was ich hier frage, ist, da muss doch schon was an der Konzeptionierung nicht stimmen. Die haben mit Diablo 1, okay, mit Diablo 1 vielleicht nicht unbedingt, aber mit Diablo 2, die Erfahrung doch irgendwo in-house. Die ja, müssen klar. doch wissen. Und auch vor allem mit WoW. Können doch nicht da irgendwie von der Konzeption her dann so scheiße machen, dass dann mit den Kisten, okay, da kannst du nicht unbedingt nicht, also kann mir vorstellen, ganz ehrlich, dass du da nicht auf die Idee kommst. Nee. Das ist ganz offensichtlich für mich. Wenn du die besten Wege findest, zum Farmen findest, willst und Kisten gut droppen und du keine Monster besiegen kannst, was machst du? Du farmst Kisten. Ja, das gab's doch in WoW genauso schon, wo du dann Goldfarmen warst in der Mana-Gruft, wo du da immer rein bist und die Kisten im Stealth abgefarmt hast als Schurke. Weil die so einfach waren, das am profitabelsten war. Da hast du in der Stunde jede Menge Gems gehabt und alles, dann hattest du irgendwie 300, 400, 500 Gold. Das war damals dann auch richtig viel. Du hattest nie Probleme. Weil es so einfach war, als Schurke das zu machen. Aber das haben sie dann auch irgendwann weggepatcht. Ja. Weil es halt schon lächerlich war, wenn du da ständig grüne Sachen bekommen hast, war es noch Disenchanter da. Ohne weiteres. Ja, aber kann Nerven die Antwort sein auf alles? Ich denke irgendwie nett. Ja, natürlich nett, aber sie machen es halt. Das ist die einfachste Lösung irgendwie. Die machen sich ganz schön einfach, was sowas angeht. Ja, natürlich. Die überlegen sich, was cool sein könnte, dann ist es an für sich cool, dann nutzen die Leute es aus und dann, oh, das haben wir doch nicht so geplant. Ja, genau. Das tun wir dann. Meiner Meinung nach dürften die dann überhaupt nicht mehr irgendwie ins Spiel eingreifen dürfen, wenn sie irgendwas verbockt haben. Weil alle, die dann später angefangen haben, hatten ja den riesen Vorteil, weil sie es nicht genutzt haben ordentlich. Ja. Oder nicht nutzen konnten, weil sie noch zu klein waren oder sonst was. Hier in der PC-Version, in der PS3-Version gab es ja auch ganz lustige Bugs, dass wenn du irgendwie anfangs Set-Boni angezogen hast, dass das, der Set-Bonus erhalten geblieben ist, selbst wenn du das Set ausgezogen hast. Konntest dann quasi das Set 100 Mal anziehen, hast den Bonus. Ja. 100 Mal. Dadurch haben sie ja dann alles exploitet, wie die Scheiße und alles, und sind dann rumgefahren für die Kloppen. Ja, wie kann sowas passieren? Was ist denn das? Was ist denn da? Gürtel. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kam. Ich weiß nicht, dass es passiert ist. Weil das ist ja auch ein PC-Bild, weißt du, wie ich meine? Ja. Dass das, was man versteht, dann hätte es im PC ja auch so sein müssen. Check schnell. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kenne mich mit Programmieren ja auch nicht aus. Ich denke, dass da vielleicht irgendwie sich ein Fehler eingeschlichen hat beim Umprogrammieren vom Interface oder so. Vielleicht. Weil das hängt damit ja auch irgendwie zusammen, die Stats. Wenn er es genau nimmt. Aber ist gut EP. Ich glaube, wir können hier bald schon noch 60 haben, ey. Wahrscheinlich noch, bevor wir bei Asmodan ankommen, oder? Ja, das glaube ich jetzt nicht. So weit ist es ja nicht mehr, aber... Ich denke, wir sind dann kurz vor Level Up. Wo bist du denn rum? Ja, hier nicht. Hier ist Sackgasse. Hier oben ist auch Sackgasse. Scheiß auf die Würmer. Na, rechts rum wahrscheinlich. Lass mal hier noch. Hier ist nichts, dann geht's nur darum. Ja. Ich weiß nur eins, wenn die Konsolen launchen, da lasse ich keinen mehr von der Vermieterschaft rein und so. Nö. Ach. Beine. Brustschutz ist das. Beinschutz. Echter Brustschutz gewesen. Okay. 222 Liter. Kriegst auch EP. Ich müffle aber. Hört sich an. Okay. Besser als meine auf jeden Fall. Wo sind unsere Freunde? Die machen irgendwas. Sind auf der falschen Pferde gewesen. Vielleicht sind die auch irgendwie was im Inventar machen oder so. Könnte natürlich sein. Oh, Pack.
Vortex oder was? Ja. Und reflektiert Schaden, super. Nur geschnallt hat er jetzt seitlich. Verlassenes Nadelkissen, ist klar. Ja. Kann ein Nadelkissen verlassen sein, ja, wie auch immer. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, Handelbande gibt es coole Spiele, aber das Problem ist, wenn die Folge hier live geht, ist schon wieder weg. Ja, definitiv. Also habt ihr es vergessen, da gibt es nur Scheißspiele. Ich weiß nicht, ob viele Leute sich überhaupt damit so Handelbande und sowas auskennen und beschäftigen überhaupt und so. Oder ob das so ein bisschen unter ferne Liefen geht. Keine Ahnung. Nur, dass Leute hier wirklich viel am Computer sind und da sofort eine Ahnung dann haben. Frage ich mich so. Keine Ahnung. Wenn ihr Humble Bundle kennt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr es nicht kennt, auch. Ja. Hey, warst du vorher die Woche, hast du ja, glaube ich, noch von Jetted Aliens erzählt. Also nicht von denen, nicht mal bei der Aufnahme, die kaputt war, sondern. Oder vielleicht auch doch da, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also ja, genau, ich habe noch davon gesprochen. Und jetzt ist es im Humble Bundle. Ja, aber komplette Ladung. Ich denke, dass sie die Chance auch genutzt haben, einfach um dann wegen dem Kickstarter-Kram oder auch nochmal Spielerschaft dran zu bekommen. Denke ich auch. Bum, 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 bum. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass so die meisten Spiele jetzt diese Generation auf PC und Konsolen rauskommen. Dass es nur kaum noch PC und die Sachen gibt. Es sei denn, sind das wirklich Traditionsgenre. Ja. Obwohl selbst Wii Sims ja rausgekommen sind in letzter Zeit mit Port Royal und Co. Ja, genau, das fand ich aber auch ganz gut, muss ich sagen. Ja. Du hast ja auch gesagt, die sind gar nicht schlecht gewesen mit Civilization und Tropico und sowas. Ja, das stimmt schon. Was du da gespielt hast. Civilization war jetzt nicht so perfekt, muss ich sagen, aber war auf jeden Fall spielbar. Er war ja auch, glaube ich, einer der allerersten, die wir da. Ja, das war ja noch ein Spiel, was keine Trophys unterstützt hat. Ja, genau. Also, ewig alt. Ja, das ist schon ganz Das ist gemacht. Aber auch so ein Punkt, ne? Keine Trophys unterstützt. Hat Sony am Anfang ja auch nicht, ne? Dann kam Microsoft mit ihren Achievements und Nintendo macht das aber nicht. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Die tun sich da nicht irgendwie eingestehen, dass man nachdrückt. Es ist ja nicht mal schlimm für die Entwickler, das jetzt einen anderen Bild zu geben und einen anderen Namen zu geben. Das ist ja sehr drin, durch die anderen Konsolen. Aber ja, ich denke, die wollen das für ihre Exklusivdinger nicht machen. Genau. Nintendo will sowas nicht machen, weil die da überhaupt gar nicht kreativ genug sind. In Anführungszeichen kreativ genug. Ja, wobei es ganz einfach ist. Mach Mario Level XY in 3, 4, 5 Sekunden oder so, weißt du? Ich spring 5.500 Mal hoch, oder? Ja, gibt's ja diese Challenges und so. Könntest du ja mit den Challenges verknüpfen, oder schließe Welt XY ab, oder so. Ja, spiele das Spiel durch. Sind ja immer simple Sachen, ja? Ja, nicht nur simple. Du hast halt ein, zwei schwere Sachen und dann das Rest ist cool, oder? Was ist eigentlich mit Bayonetta 2 jetzt? Und das kommt vielleicht sogar erst 2015, habe ich gehört. Ja? Ist so lächerlich. Dass sie da nichts geschenkt kriegen. Haben sie sich dann so Exklusivlizenzen da gesichert? Oder nach was halt gekauft oder was da immer sogar, ja. Nach meiner Meinung zwei Kohle ohne Ende reinbrettern, ja, damit die da das Ultraspiel überhaupt raushauen. Und das Problem ist auch, was ich jetzt wiederum heute auch im Forum gelesen habe und wo ich zustimmen muss, ist, also bei NeoGAF, dass das bei der Next Gen jetzt quasi, also bei der nächste Woche Gen, dass es da wahrscheinlich nicht so eine Durchstrecke geben wird, wie bei der Wii U, weil man darf Folgendes nicht vergessen. Ja, im Februar, März kommt schon wieder erstens das und im März kommt dann Titanfall und Infamous schon wieder, was ja Killer-Apps sind irgendwo. Ja, definitiv. Und Drive Club kommt dann noch, dann kommt Destiny, das kommt ja am Anfang vom Jahr schon allein Destiny. Wie lange wurde eigentlich Watchdogs jetzt verschoben, weiß man da was? Auch Anfang des Jahres. Das kommt auch irgendwann dann Anfang vom Jahr. Also das sind Killerspiele, die da rauskommen. Also keine Ahnung, ich kann mich nicht an den Konsolen-Launch erinnern, wo vor ich allem, gedacht habe, was ich wichtig finde, ist, wenn ich da an die Wii U zurückdenke, da sind dann alte Spiele, die auf anderen Konsolen schon waren. Ja? Dann im Nachhinein für die Wii dann rausgekommen, noch für die Wii U. Ja, okay, mit Assassin's Creed und so. Auch. Ja, das ist aber ein Unterschied halt von zwei Wochen oder drei Wochen und nicht irgendwie zwei oder drei Monate mit Mass Effect und Co. Ja, Mass Effect war ja albern und Batman auch.
Ja, wurde dann irgendwie innerhalb von einem halben Jahr später dann, was weiß ich für Dinge da bekommen. Vor allen Dingen noch Vollpreis da. Ja, genau. Das war einfach schwachsinnig. Oder Dings jetzt auch, Deus Ex kommt ein anderthalb Jahre oder zwei Jahre später raus. Ja, genau. Und kostet trotzdem 50 Euro oder was. Und die Begründung liegt in dem...